Hier ein Tutorial, wie man ein Drohnenluftbild georeferenziert. Das bedeutet also, in ein Georeferenzsystem oder Koordinatenbezugssystem einpasst, sodass man in diesem Drohnenbild, mit dem man dann ja Dinge fotografieren kann, die nicht so auf Luftbildern zu sehen sind, also man könnte dann zum Beispiel tiefer fliegen oder Detailaufnahmen machen, georeferenzieren kann und damit vermessen, zum Beispiel Flächen oder Abstände oder. Ich habe hier zum Beispiel eine Luftaufnahme von Schloss Wackerbarth in Radebeul bei Dresden. Und man sieht, dass in ungefähr in der Mitte des Bildes die ganze Sache verzerrungsfrei ist. Also das hier ist verzerrungsfrei, aber sobald man aus der Mitte rausgeht, sieht man, dass es jetzt eine Perspektive wird, also Projektionsverzerrung und Linsenverzerrungen und so weiter und so fort. Das bedeutet, genau genommen ist eigentlich nur dieser kleine Bereich hier in der Mitte richtig, der Rest ist alles falsch. Man kann jetzt also nicht einfach dieses Bild an eine beliebige Stelle schieben und darin Flächen oder Maße entnehmen. Wir brauchen also irgendwie ein Tool, womit wir dieses Bild entzerren und auf korrekte kartografische Füße stellen. Und darum soll es jetzt gehen. Das Tool unserer Wahl heißt QGIS oder QuantumGIS, kann man sich auf der QGIS.org-Website runterladen, ist aktuell die Version 3.0.2 für oder basierend auf Python 3.6 und man braucht das komplette GDAL-Package, das wird alles in dem Installer mitgeliefert. Man hat hier also, wenn man sich das zumindest für Mac runterlädt, hier ein komplettes Package. Es muss erst Python 3.6 installiert sein, danach das GDAL-Package komplett und dann QGIS 3. Was wir brauchen ist bei den Rastereigenschaften den Georeferenzierer. Es ist irgendwie ein Bug gerade noch. Man muss hier auf Installierte gehen und dann kann man den hier aktivieren und findet dann hier das Georeferenzierungstool. Und das ist das, worum es sich hier dreht. Das benötigen wir. Dazu ist zu sagen, dass die Karten, also sowohl OpenStreetMap, ja basierend auf der Community, nicht genau ist. Das heißt, wir können das nicht unbedingt als Grundlage nehmen. Ich würde es zumindest nicht machen. Luftbilder, Google Earth und wie sie alle heißen, würde ich ebenfalls nicht empfehlen. Total verzerrt, verschoben. Hauptsache, die Kacheln passen aneinander und alles sieht schön aus. Aber die absoluten Koordinaten sind nicht korrekt. Man kann es also nicht nutzen zum Georeferenzieren. Daher verweise ich auf jeden Fall auf das Vermessungsamt. Wir haben in Sachsen diesen Geo-Server, wo man also hier als Luftbild sogenannte Orthofotos bekommt. Orthofotos heißen deswegen so, weil sie in das Koordinatenbezugssystem der Vermessungsämter eingepasst wurden. Das bedeutet, das sind von Überfliegungen entzerrte, korrekt georeferenzierte Luftbilder. Die kann man also jetzt nehmen als Referenz. Alles andere, wie gesagt, Google Earth, OpenStreetMaps und so weiter und so fort, ist alles nur Pi mal Daumen, kann man nicht benutzen. Damit haben wir alle Voraussetzungen geschaffen und können jetzt anfangen. Was wir benötigen, sind Referenzpunkte, auf die wir unser Foto einpassen, unser Drohnenfoto einpassen können. Wie gesagt, wir haben ein Drohnenfoto. Das sieht so aus. Wir haben die Orthofotos der Landesvermessung und wir haben QGIS. Das sind unsere drei Partner in dem Fall. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir überall die gleichen Koordinatensysteme verwenden. Das bedeutet, wir gehen hier im GeoViewer auf die EPSG 4326. Das sieht jetzt zwar etwas verschoben aus, das liegt daran, dass die Projektion eine andere jetzt ist. Dafür erhalten wir jetzt hier, wie man sieht, GPS-Koordinaten. Was wir benötigen, sind Passpunkte, sogenannte Passpunkte. Nach Anmeldung hat man hier die Möglichkeit, Punkte zu setzen. Wir möchten Punkte einzeichnen, genau. Und ich empfehle da markante Dinge, die man von oben relativ gut sieht. Dieses Gelände hat einen Höhenunterschied, also von hier nach hier geht es nach oben. Die Kirche oder dieses Gebäude ist noch mal viel höher. Das ist alles nicht sehr gut, um Passpunkte zu setzen. Allerdings werden wir das trotzdem machen, einfach weil es die einzige Möglichkeit ist, die wir haben. Ich habe hier die Gebäudeecken
und alles möglichst ringsrum zentral, sodass wir dann als Lösung vielleicht hier Abstände und Flächen im Inneren recht gut bestimmen können. Das bedeutet also, ich digitalisiere mir hier die Gebäudeecken, klicke die also an, habe jetzt also hier ein paar Passpunkte, die relativ gleich verteilt um das Zentrum sind, sodass ich das Drohnenfoto ganz gut entzerren kann. So, diese Passpunkte exportiere ich mir jetzt in eine Shape-Datei zum Beispiel. Wichtig ist vorher, das Koordinatenbezugssystem richtig eingestellt zu haben. Das wurde jetzt runtergeladen. Man sieht hier also als Shape-Datei, welche ich in QGIS laden kann. Also ein Vektorlayer aus einer Datei. Downgeloadete Punktdatei. Ich zoome auf den Layer und sehe jetzt hier also diese Punkte. Fangen wir also an, auf diese Referenzpunkte unser Drohnenluftbild zu georeferenzieren. Dazu nutzen wir den Georeferenzierer von QGIS. Der sieht so aus. Und hier sind erstmal ein paar Sachen wichtig. Zum einen muss er wissen, welches Bild. Wir laden also das Bild rein und er möchte wissen, in welchem Koordinatenbezugssystem. Dann nehmen wir wieder die 4326. Und jetzt haben wir hier erstmal das Bild. Weiterhin will er wissen, wie wir das Bild transformiert haben wollen. Es gibt jetzt also verschiedene Möglichkeiten, das Bild anzupacken. Linear heißt zum Beispiel nur verschieben. Helmert-Transformation ist der Standard. Verschieben, drehen. Polynom, ich will mal sagen, Approximation von Pixel zu Geokoordinaten. Polynomial 1 heißt also, man hat einen Freiheitsgrad. 2 ist dann mit Drehung und 3 ist dann mit Stauchung, Streckung und so weiter. Thin Splayed Spline ist eine Variante über Splines. Da wird die ganze Sache frei transformiert. Also das bedeutet, man kann auch einige Ecken gestaucht und gestreckt haben, wobei der Rest gleich bleibt. Das kommt jetzt also genau auf den Anwendungsfall an. Wenn man ein Orthofoto hat, was man georeferenzieren will, wird man wahrscheinlich nur Helmert nehmen, weil das Orthofoto ist schon an sich, das Bild ist schon entzerrt. Man muss es nur noch an die richtige Stelle rücken. Wenn man allerdings ein Foto hat wie wir, was jetzt perspektivische Verzerrungen hat, perspektivische Probleme, wird man wahrscheinlich Polynomial 1 oder 2 wählen. Oder Thin Splayed Spline, also mit Splines das Ganze. Dann muss man aber aufpassen, wenn man sich bei einem Punkt verklickt, dann hat man in einer Ecke große Abweichungen. Wir nehmen also zum Beispiel Polynomial 2. Abtastmethode gibt es auch verschiedene, das kenne ich mich im Detail nicht aus. Ziel KBS soll unser 4326 sein, damit es eben in unser Projekt passt. Und wenn wir fertig sind, soll er das in QGIS laden. Ich kann mir noch einen Bericht erzeugen lassen und so weiter. Damit sind wir ja erstmal fertig. Und jetzt kann ich also anfangen, Passpunkte zu setzen. Jetzt muss ich mir also merken, welche das waren. Ich hatte hier zum Beispiel diese Gebäudeecke, klicke also dahin. Und jetzt will er die Koordinaten wissen oder ich sage es ihm, also entweder ich hole mir jetzt die Koordinaten aus der Datei vom Landesvermessungsamt, die kann ich ja auch als KML, KMX exportieren. Also ich kann ja auch sagen, als KML exportieren, dann habe ich die Koordinaten direkt, könnt ihr die also eingeben. Oder ich mache es aus der Karte, gehe also hier hin und klicke einfach die bereits hier eingezeichneten Punkte an, dann trägt er die hier also ein. Und jetzt kann ich das ganze Spielchen so abgehen. Ich suche mal die Gebäudeecken, hole mir das aus der Karte. Diese roten Linien sind jetzt also die Projektionsfehler, die wir gemacht haben, also die Korrekturen, die er anstellen würde. Und man sieht jetzt also schon, wenn jetzt hier also in dem die meisten Fehler gemacht, wenn wir den also weglassen würden, diese Gebäudeecke, dem haben wir die meisten Fehler gemacht, dann würde diese Transformation, das ist also das, was wir hier Transformationstyp und Abtastmethode, was wir da eingestellt haben, je nachdem wird das hingeschoben. Und da wir jetzt hier nicht alle Freiheitsgrade gelassen haben, weil wir gesagt haben,
zum Beispiel nur Polynomial 2, muss er jetzt Fehler irgendwohin verteilen. Man sieht jetzt hier also, welche Fehler welchen Punkt ergeben. Wir können nochmal prüfen, ob wir uns da nicht vertan haben. Gehen zum Beispiel nochmal zum Landesvermessungsamt, wo unser Punkt liegt, auf der Gebäudeecke. Das haut schon hin. Hier auch ungefähr haut das schon hin. Er sagt, das ist ein Fehler. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Spline-Abtastung gehen oder Spline-Projektion, sieht man, die Fehler sind irgendwas 10 hoch minus 8. Man sieht doch schon keine Fehler. Er sieht erstmal oder hört sich erstmal besser an. Das Problem ist, er wird das Bild jetzt verzerren in alle Richtungen. Wenn wir also davon ausgehen, dass unsere Drohnenkamera nicht einen riesen Linsenfehler hatte, sondern relativ gleichmäßig vielleicht nur eine radiale Verzerrung oder wir Projektionen, weil wir von oben drauf gucken, Projektion Fischaugeneffekte haben, dann ist Spline wahrscheinlich nicht das Richtige. Starten wir es mal an. Oh, jetzt gibt es hier noch ein paar Sachen zur Nachbearbeitung, die man machen kann. Zum Beispiel könnte man sagen, dass man alles, was schwarz ist, soll er bitte transparent machen. So, dann sieht das noch ein bisschen schöner aus. Ansonsten haben wir das jetzt eingepasst und können damit Berechnungen jeder Art machen, die wir wollen. Was wollen wir denn zum Beispiel machen? Wichtig oder was viele ja mal interessiert, sind zum Beispiel Längen oder Flächen. Wir sind jetzt hier in einer Projektion, in dieser GPS-Koordinatenprojektion. Wir könnten jetzt zum einen erstmal Punkte digitalisieren. Man sieht also hier, wo der Mauszeiger ist. Hier unten habe ich die Koordinaten. Das sind auch die, die aus dem GPS-Empfänger kommen würden. Wenn man sich jetzt also hier hinstellt an diese Ecke und mit einem GPS-Empfänger eine Weile misst, müsste dort die Lat-Long-Koordinate 51, 11, 48, 18 und 13, 61, 85, 35 rauskommen. Das müsste jetzt also stimmen. Und wenn wir jetzt Flächen oder Längen in Meter messen wollen, müssen wir das Koordinatenbezugssystem ändern. Und zwar in unseren UTM-Streifen, der hier in Sachsen in diesem Gebiet der korrekte ist. Der Hintergrund der Sache ist, dass die GPS-Koordinaten hier in Orange zu sehen Winkel sind, die sich auf den Erdmittelpunkt beziehen. Und wenn wir diese Winkel nutzen wollen, um an der Erdoberfläche hier in Grün zu sehen, Strecken und Flächen zu berechnen, müssen wir die Grad in Meter umrechnen und so weiter und so fort. Und diese Streifen gehen nach oben hin zusammen. Das ist also alles gar nicht so leicht. Und es empfiehlt sich also deshalb lieber in UTM-Koordinaten umzurechnen, da dies für die Vermessung sowieso die Standard-Koordinatensysteme sind, beziehungsweise Projektionen. Und da gibt es hier bei uns in Sachsen den 33. Streifen Nord, also der nördlich des Äquators ist. Und dafür gibt es eben die hier angegebene grüne Projektion. Und auf die schalten wir einfach um. Wir haben hier in Sachsen UTM 33, also der 33. Streifen. Wir finden hier im QGIS die Koordinatenbezugssysteme aufgelistet. Wir müssen jetzt hier WGS 84, UTM Zone 33 Nord. Das ist also für Sachsen, für hier der richtige UTM-Streifen, mit dem das Projekt jetzt in Meter konvertiert wurde. Wir können jetzt also mit dieser Transformation direkt Meter messen, bedeutet also Informationen aus diesem Plot abnehmen. Zum Beispiel können wir Strecken messen. Wir können also sagen, von hier bis hier sind 56 Meter. Wir können Flächen messen. Wir können also sagen, diese Grünfläche als Beispiel hat eine Fläche von 2400 Quadratmetern und so weiter und so fort. Man kann jetzt damit alles Mögliche anstellen und dieses Drohnenluftbild für die eigenen Zwecke nutzen. So, und wenn man sich jetzt hier zum Beispiel Bing Luftbild noch als Layer einblenden lässt, kann man sich jetzt hier sein georeferenziertes
Drohnenfoto sozusagen mal reinlegen und sieht also, dass das nicht das Allerschlechteste ist. Also es ist natürlich fehlerbehaftet, man hat es ja gesehen, wie fehleranfällig das alles ist mit dem Geklicke von den Punkten und so weiter. Es ist schon fehleranfällig an vielen Stellen, aber man sieht, dass es hier und da eigentlich recht gut funktioniert. Es gibt natürlich Unterschiede. Allerdings darf man sich jetzt auch nicht verrückt machen lassen, denn diese Bing-Luftbilder sind keine so korrekten Aufnahmen. Das sieht man zum Beispiel, wenn man von anderen Anbietern Luftaufnahmen nimmt, dass die andere Verschiebungen, andere Fehler haben. Ganz schlimm zum Beispiel die Google-Luftbilder. Bei denen geht es nur darum, dass von einem zur anderen Kachel, die ja aus unterschiedlichen Jahren und Befliegungen und Höhen und so weiter entstanden sind, einfach die Straßen zusammenpassen. Und dadurch sind die ganz grob an einigen Stellen verschoben. Man darf sich da also, wie gesagt, nicht verrückt machen lassen. Wir haben das hier auf Punkte vom Landesvermessungsamt bezogen. Und ich denke, viel besser geht es eigentlich gar nicht als so.